Heute vor 2 Wochen habe ich mich spontan dazu entschieden, nach Berlin zu fahren. Also habe ich meine Sachen gepackt, bin mit dem Auto Mitternacht losgefahren, kam früh um 5 in Berlin an und bin zum Teufelsberg gefahren. Als ich dort ankam, musste ich über einen Zaun klettern und an dieser Leiter hochklettern, denn der normale Eingang war verschlossen. Doch seht selbst, was ich auf dem Dach für einen niceen Sonnenaufgang erlebt habe. Wunderschönen guten Morgen aus Berlin, liebe Leute. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren, komplett geisteskrank. Wenn ich irgendwann mal sterben soll, das ist hundertprozentig wegen Sekundenschlaf im Auto. Das war überhaupt nicht schön, das war todesgefährlich heute Morgen. Also das ist echt mies gewesen. Wo ich jetzt gerade bin, ich bin auf dem Teufelsberg in Berlin. Das war damals eine ehemalige US-amerikanische Flugüberwachungs- und Abhörstation, die seit, soweit ich weiß, 1999 hier lost ist. Und die Besitzer, also man kann hier am Tag ganz legal rein, kann man hier Eintritt bezahlen, kann man hier Bilder machen. Das Problem ist nur, dass man, soweit ich weiß, aktuell nicht auf diese Gebäude hier hoch kann, da Deutschland in solchen Gesetzen ziemlich impulsiv ist. Wir müssen die hier alles absichern. Hier ist ziemlich der Wind, ich gehe mal hier hin, dass ihr mich auch versteht. Ja, Deutschland ist ja eine ziemliche Pussy, was sowas angeht. Das heißt, es ist auch mies für die Besitzer, die hier bestimmt auch ein paar Besucher verlieren. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, auf jeden Fall was im November so. Ich war hier mit meinem Bro Nicky schon mal, da wollten wir rein, aber dann hieß es ja, man kann nur von unten die Gebäude fotografieren. Das ist ja ziemlich lame. Aber heute habe ich hier einen ziemlich niceen Sonnenaufgang gehabt, was eigentlich gar nicht so gemeldet war. Habe ich mich mega drüber gefreut. Jetzt ist die Sonne allerdings, wie ihr vielleicht sehen könnt, hinter einer Wolkendecke verschwunden. Ich würde sagen, Leute, wir schauen uns das Gebäude mal ein bisschen an. Ich befinde mich jetzt ganz oben im Gebäude, also in dieser Kuppel, und hört mal, wie krass das klingt. Wie so ein abgespaced Effekt, den ich über dieses Auto gelegt hätte. Einfach nur krank, diese Atmosphäre auch mit diesem Graffiti hier hinten an der Wand. Ja, sehr beeindruckend. Gerade bin ich etwas erschrocken, weil hier Leute hochkamen und ich eigentlich ja nicht hier sein darf. Es waren aber dann keine Besitzer, sondern auch irgendwelche Urbexer aus Australien. Mega nice, die sind jetzt irgendwo da oben in dieser Kuppel, wo ich gerade war. Und ja, hier habe ich noch ein paar Shots geholt. Ist jetzt nicht so krass, besonders wegen dem Wetter. Ich denke, wenn hier die Sonne nachmittags richtig hoch steht und hier so richtig harte Schatten reinkommen, sieht es bestimmt viel, viel nicer aus als jetzt. Aber ich habe trotzdem ein paar Shots geholt, die ich euch gleich mal einblenden werde. Ansonsten ist der Spot gar nicht so interessant, außer hier oben eben. Das ist natürlich mega nice, aber unten ist es nicht mehr irgendwas, was ich euch zeigen könnte, was jetzt irgendwie weltbewegend ist. Deswegen würde ich sagen, beende ich hier das Video an dieser Stelle und freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, Leute, wir sehen uns. Kleiner Nachtrag, ich war jetzt noch mal am Eingang und habe gelesen, dass dieses Gelände offiziell 11 Uhr öffnet. Aber die Aussichtsplattform ist immer noch gesperrt, was auch Sinn macht, denn unten war die Tür verriegelt und da waren überall Gitter, also man konnte nicht regulär einfach reinlaufen.
Das ist echt schade, aber ansonsten wirklich ein richtig, richtig nicer Spot, den ich einfach nur empfehlen kann. Und Leute, ich würde sagen, jetzt für alle mal haut rein. Ciao, bis zum nächsten Video.